Liebe Brüder und Schwestern, die Pharisäer und Schriftgelehrten fragen Johannes: Wer bist du? Auch wir selber sollen uns fragen, im Angesicht Gottes: Ja, wer bin ich? Wer bin ich in den Augen Gottes? Wer bin ich in den Augen der Menschen? Nicht so sehr die Frage, was bin ich, sondern wer bin ich? Wir sollen uns nicht fragen, was habe ich, was kann ich, sondern, ja, wer bin ich eigentlich? Und Johannes der Täufer, der sich selbst die Stimme nennt, die Stimme, die in der Wüste ruft, bekennt, bezeugt, dass er nicht der Messias ist, wie vielleicht viele denken und meinen, insgeheim denken, ja, er ist der Verheißene. Aber Johannes der Täufer, er bezeugt die Wahrheit. Er ist ja diese verheißene Gestalt aus dem Buch Jesaja, die das Kommen des Messias ankündigt. Ich bin nicht der Messias, ja, ich bin nicht der verheißene Prophet. Ich bin nicht der Prophet Elia, den man auch erwartet hat als Boten für das Kommen des Messias. Er ist die Stimme. Die Stimme, die das Wort bezeugt. Das Wort, das Jesus selber ist, das Wort Gottes. Sind auch wir Zeugen für das Wort Gottes? Oder nehmen wir uns selber so wichtig, dass wir manchmal vielleicht sogar die Stelle Gottes einnehmen wollen, im Innern, im Herzen, diesen Platz, der nur Gott zusteht? Auch wir sollen Zeugen sein für die Wahrheit, für Jesus, der das Wort ist, das Fleisch geworden ist, im Schoß der Jungfrau Maria. Ja, Jesus ist der Retter, der Erlöser, er ist der Gesalbte, auf dem der Geist Gottes ruht, wie wir heute in der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja gehört haben. Ja, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Er ist der Gesalbte. Er allein ist der Retter und Erlöser. Und wir dürfen seine Boten sein. Wir dürfen für ihn ein wenig Stimme sein, wie Johannes der Täufer, der in der Wüste ruft. Auch wir sollen Zeugen sein für das Kommen des Herrn, des Erlösers. Zeugen in dieser Wüste der Welt, die an vielen Orten ausgetrocknet ist, aufgrund der Gottlosigkeit, der vielen Sünden. Denn nur Gott allein schenkt diese Fruchtbarkeit, dieses lebendige Wasser, das das Erdreich der Seelen zum Keimen, zum Blühen bringt. Ja, Jesus ist der Gesalbte, aber auch wir sind gesalbt mit dem Geist Gottes. Und so wie Jesus gekommen ist, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen, alle zu heilen, deren Herz zerbrochen ist, so möchte er auch in uns und durch uns wirken, weil wir schon in der Taufe seinen Geist empfangen haben, weil Gott in uns wohnt. Ja, Jesus, er möchte auch uns innere Heilung schenken. Wie vieles ist manchmal in uns zerbrochen, aber der Herr sagt, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochenes Herz. Ein zerschlagenes Herz wird Gott nicht verschmähen. Vieles ist in den Menschen innerlich zerbrochen, aufgrund von so viel Erfahrung der Lieblosigkeit, des Egoismus. Wie viele Ehen sind zerbrochen, wie viele tragen dieses zerbrochene Herz in sich, weil das, was sie ersehnt und erhofft haben, sich nicht erfüllt hat. Ja, wie viele verletzte Ehepartner, wie viele verletzte Kinder, wie viel wird verletzt in uns, weil wir uns nicht an die Gebote Gottes halten? Wie vieles ist verletzt in der Gesellschaft, dass man sogar so weit geht und sagt, ja, alles ist gleich, es gibt auch die Ehe
unter gleichgeschlechtlichen Partnern, aber wir wissen durch Gott, durch sein Wort, dass Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich ist. Es gibt nicht diese Ehe für alle. Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen, damit wir in Freiheit diese Liebe zur Entfaltung bringen, die Gott in uns hineingelegt hat. So vieles wird zerstört, weil die Menschen sich nicht kümmern um die Gebote Gottes, dieses Wort Gottes nicht beherzigen, nicht aufnehmen wollen. Dann verdunkelt sich dieses Licht in uns, das uns geschenkt ist. Dann entsteht Traurigkeit. Dann finden wir nicht diese wahre Freude, zu der wir berufen sind. Nur Gott kann uns diese wahre Freude, diese wahre Freiheit schenken. Er ist das wahre Licht, das alle Dunkelheit der Sünde, der Traurigkeit, der Verwirrung des Todes überwindet. Ja, Jesus ist dieses Licht, das uns geschenkt ist. Er schenkt uns seinen Geist, damit wir alle falschen Lehren durchschauen, alle irreführenden Ideologien meiden, damit wir uns wirklich an die Wahrheit des Wortes Gottes, des Evangeliums, an die Wahrheit der Offenbarung, die die Kirche verkündet, halten. Gott allein schenkt wahre Freude, die wahre Freiheit. Er heilt die gebrochenen Herzen, er verbindet die schmerzenden Wunden. Ja, Jesus selber lässt sich für uns verwunden, um uns Heilung zu schenken. Er macht sich ganz eins mit unserer Menschlichkeit. Ja, er wird in allem uns gleich, wie es heißt, außer der Sünde, weil er vollkommene Liebe ist. Und diese vollkommene Liebe bringt ihn sogar so weit, dass er sich freiwillig ans Kreuz nageln lässt für uns, um uns die Augen zu öffnen für diese unfassbare Liebe Gottes, für dieses Erbarmen des Vaters. Ja, nehmen wir den Herrn auf, beherzigen wir sein Wort, wie die Gottesmutter Maria. Sie war ganz offen für das Wirken des Heiligen Geistes, ganz offen für sein Wort. Wir haben jetzt im Zwischengesang dieses Magnificat gehört, diesen Lobgesang der Gottesmutter Maria, den sie gesungen hat, erfüllt vom Heiligen Geist, von dieser Freude Gottes. Meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Auch wir dürfen jubeln über Gott, unseren Retter, denn er schaut auf uns, er kümmert sich um uns, er befreit uns aus den Verstrickungen in die Sünde, in die Schuld. Besonders dann, wenn wir im Bußsakrament zu ihm kommen und um sein Erbarmen bitten. Ja, Jesus hat diese Macht der Sündenvergebung, diese Macht, uns neues Leben einzuhauchen, neues Leben zu schenken. Und Maria, sie bittet für uns, sie bringt uns immer wieder neu, ihren Sohn, den Retter und Erlöser. Dann können wir unterscheiden zwischen Gut und Böse, dann können wir wirklich das Gute wählen und alles meiden, alles lassen, was uns schadet, was uns nicht Freude und Heil bringt. So können wir erfüllt vom Heiligen Geist und in Freude einstimmen in diesen Lobgesang, in dieses Magnificat der Gottesmutter der ganzen Kirche. Dann preist auch unsere Seele die Größe des Herrn. Und wir können jubeln über unseren Retter und Befreier, über unseren Heiland und Erlöser, Jesus, den Sohn Gottes, den wir in Freude erwarten. Amen.